future begins. Tau und HD back am Start und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76 hier an diesem, naja, wunderschönen See. Und wir sind hier oben und haben doch ein paar Quests. Oh, habe ich das aussehen markiert? Auf jeden Fall haben wir hier eine Quest, repariere das Anmeldeterminal, und dann haben wir unten noch ein paar. Red nicht viel, mach gleich und wir sind das hier. Und geh gleich mal zu dem Anmeldeterminal. Oh, wir haben sehr viel Radioaktivität. Ah, da. Wo ist das? Raid? Wave, ja. Dann haben wir noch ein Stimpack rein. Gut. Ah, das ist da vorne schon. Und hier waren wir ja letztes Mal, also eher gesagt da hinten. Und eine Pumpgun. Haben wir jetzt auch nicht, oder? Ah, verdammt. Wir müssen echt mal wieder irgendwie eine Pumpgun bekommen. Auf jeden Fall, wo geht's denn hier rein? Hier ist das Tor. Hier kann man aber auch nicht rein. Hier kann man rein. Hier ist dann so ein Ranger-Auto und hier oben ist dann schon so ein Verbrannter. Ja, wie konnte das nicht hitten? Ja, klar, das war doch davor drauf. Und hier ist so ein kleiner Jeep und Black Bear Lodge. Ist das hier? Ah, hier unten. Jagdführer, okay. Aber als erstes Mal schauen wir. Schauen wir als erstes Mal hier rüber. Muss gerade noch schauen, was wir für Waffen haben. Wir haben jetzt halt noch den Revolver. Der ist ziemlich gut. Und noch auf... Stimmt. Ach, verdammt. Das ist eine höherwertige... was für eine Stufe sind wir jetzt? Ups. 15, da können wir... Ach, verdammt. Weil, wir können jetzt eine Power-Rüstung zwar nehmen, aber natürlich gibt es ja auch verschiedene Arten von Power-Rüstungen. Und das ist wahrscheinlich, weiß jetzt nicht, was das für eine ist. Aber wir können, glaub, nur irgendwie die Hinterwäldler oder irgendwie hat die einen Namen. Weiß jetzt gerade auch nicht auswendig. Aber auf jeden Fall können wir vielleicht, wir wissen ja, dass bei unserem Camp hier unten, ist auf jeden Fall eine Power-Rüstung. Okay, hier. Oh, toll. Der Motor sieht cool aus. Da außen rum gibt es eigentlich nicht sehr viel. Ah, hier so ein kleiner Swimmingpool, würde ich schon sagen, ja. Hier noch so eine kleine Anlage, Bierflaschen. Hier noch ein Klo, würde ich mal sagen. Ah, da hinten sind noch ein paar Zombies, oder verbrannte eher gesagt. Klosack. Oh, fuck. Okay, komm. Wir können auch so einen kleinen Trick. So über Zäune hüpfen. Wie kommen wir denn? Oh nein, ich stacke.
noch mit dem Jagdgewehr einen Hit. Alter Junge. Mach doch mal, dass es nicht so buggt. Die Zombies sind zu extrem. Muss ich nur schauen, wo der da draußen ist. Weiß jetzt nicht. Komm, räume kurz mal die Bude. Hier ist sonst noch ein paar sind noch da. Ja, da müssen wir das Maschinengewehr hinnehmen. Okay, ich muss hier oben gerade die Musik ausmachen. Weil, wie schon gesagt, habe ich ein kleines Problem mit YouTube. Injektor-Munition, das ist sehr gut. Wir haben sogar einen Injektor. Wow. Alter, das sieht cool aus. Eine richtige Jagdhütte. Und hier vorne. Ah, gibt's nicht sehr viel. Hier ein Sack voll. Sacks. Einfach nur ein Sack. Toll. Wollte eigentlich drüber springen. Also jetzt gehen wir jetzt erstmal in den Keller. Dann können wir entsperren. Und wenn ihr euch noch fragt, ja, hey, du machst doch gar nichts mit Skills und allem drum und dran, mache ich alles selber auch offline. Ist wahrscheinlich, finde ich jetzt mal nicht so interessant für euch, bevor ich da so 3 Stunden lang mit dem verbringe. Oh, ein Holo. Eine weitere Jagdsaison nähert sich dem Ende. Wir sollten die Lodge aufräumen. Ja, das sollten wir wohl. Wo ist das Problem? Es war eine tolle Saison. Ich weiß, es ist nur, naja, langsam wird's ziemlich öde. Jedes Jahr jagen wir das Gleiche. Meine Güte, was willst du dann? Spuck's aus, wenn du etwas zu sagen hast. Okay, aber lass mich erst ausreden, bevor du was sagst. Wie wäre es, wenn wir etwas Neues jagen? Etwas, das zur Abwechslung mal eine echte Herausforderung darstellt. Etwas, das sich zur Wehr setzt. Wir machen Werbung für ein Gratis-Wochenende in der Lodge. Die Leute werden keine Ahnung haben, auf was sie sich einlassen. Das ist perfekt. Moment. Redest du von der Jagd auf Menschen? Ach, tu nicht so überrascht. Du weißt, dass es Sinn macht. Ich sehe es an deinem Gesicht. Glaubst du wirklich, dass wir damit davonkommen? So reich wie wir sind, liebster Bruder, kommen wir mit allem davon. Okay. Ist mir halt gerade die Spucke noch weggeblieben. Wir sind auch hier in einem Raum. Ist eine Wirbelsäule, ein Kopf und viele andere Sachen. Aha. Die schießen einfach auf Menschen. Die sind irgendwie krank. Das ist ja nicht mehr witzig. Lederrüstung, Brustteil, Kleidung. 8. Ah, das bringt natürlich nichts. Er gibt halt 25. Ja. Kann man wegschmeißen. Was kann man hier machen? Willkommen in der Black Bear Lodge, Ihrem familienfreundlichen Jagdclub. Ich bin der Jagdführer der Black Bear Lodge. Vor allem familienfreundlich. Sie möchten sich bestimmt beim Turnier anmelden. Gut, ich setze Ihren Namen auf die Liste. Jeder Jäger muss 3 Tiere aufspüren und erlegen. In letzter Zeit gab es einen Zustrom neuer Tierarten. Also seien Sie nicht überrascht, wenn Sie Ihre Liste sehen. Ich habe einige Jagdgebiete für Sie markiert. Es zählt aber jedes an beliebiger Stelle erlegte Tier.
Okay. Ich muss gerade noch was aussortieren. Weil die Düngebeutel nehme ich, glaube ich, mit. Ah, einen muss man wegschmeißen. So. Sonst gibt's nichts mehr. Ich bin der Jagdführer 4000. Ja. Ich verwalte das Wild der Black Bear Lodge. Okay, jetzt haben wir nur eine Aufgabe. Täglich. Für die Red Scorpion. Ah. Die müssen wir jetzt aber nicht unbedingt machen. Was müssen wir eigentlich hier noch machen? Repariere das Elm-Melde-Terminal. Okay. Nur Munition und hier ist das Terminal. V-Kriegsgeld. Aschenbecher, sonst eigentlich nichts. Also gehen wir mal hin. Ach, das kommt. Ja? Repariert? Ah. Mehr muss ich nicht machen, oder? Ah, da kann man so eine Übernachtung und das Ganze buchen. Passiert noch was? Jetzt möchte ich gerade noch was ausprobieren. So, man darf ausschließlich einen offiziellen Notfallübertragungssystem Anforderungen von Notfall-Airdrops benutzt werden. Begeben Sie sich bitte zum nächsten gelegenen Notfallübertragungssymptom für einen. Okay. Also so ein Airdrop müssen wir auch mal anfordern. Da haben wir sogar 3 Stück davon. Nein. Ist hier hinten noch was? Ist mir gerade noch aufgefallen. LOL. LOL, ein Biohut. Wie geil. Und ein Safe. Level 2. Und hier nur so ein kaputter Safe. Okay. Schade. Wir brauchen echt den Skill. Gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, wie du den irgendwie einigermaßen schneller bekommst oder irgendwie so? Was gibt's hier noch? Der anderen Seite vom Balkon. Da, der verbrannte halt. Ah, sonst gibt's nichts. Spannendes. Hier waren wir aber auch noch nicht. Ah, gibt's auch nichts. Okay, hier halt die Küche. Da habe ich auch vorher die Musik ausgemacht. Ein Schneidebrett. Gekochtes Wasser. Rattengift. Okay. Hier geht's auch noch hoch. Das muss man sagen. Nee, nicht schlecht. Also, sieht ziemlich cool aus, muss man sagen. Ah, die Typen, die waren ja irgendwie krank drauf. Also ganz ehrlich, auf Menschen schießen, nur weil die zu viel Geld haben, ja bestimmt. Ah, ein Koffer. First try, so macht man's. Also, gibt's hier nichts. Also, gehen wir hier mal drüber noch. Eine Kiste. Schade. Und hier irgendwie. Ist hier nicht irgendwie eine Glasscheibe drin? Wie kann man hier hin? Hey, ist echt eine Glasscheibe und ich kann durchschießen. Realistisch. Okay.
Dann haben wir es hier eigentlich. Wir müssen halt hier die Fangdinge machen. Was sonst haben wir es hier eigentlich? Deshalb würde ich mal behaupten, wir gehen hier unten mal hin. Weil das hier nur ein bisschen weiter weg. Können wir mal später machen. Und gehen mal hier. Ich glaube, so eine kleine Stadt, würde ich mal sagen. Dann gehen wir da einfach mal hin. Kurzer Stopp, Leute. Hier hinten ist die Lodge und hier stand so ein kleines Gebiet. Und hier sind auch laute Supermutanten. Und Skorpione. Gegeneinander kämpfen. Und dann mische ich mich ein bisschen ein. Nein, nicht mein Jagdgewehr. Oh, verdammt. Ah, habe ich sogar noch eins. Macht halt nicht so viel Damage, ja, sieht man gleich. Macht so gut wie kein Damage. Oh. Mal ganz ruhig, Leute. Na, du da hinten. Komm. Weg, Bill. Ah. Komm, ein Schuss noch. One hit. Okay. Müssen wir sogar nur noch Stechmücken, dann haben wir die Quest auch. Dann machen wir sie doch. Also ich bin echt zufällig hier hergekommen. Okay, weiter geht's. Musste den Radio ausmachen. Ein Oberschenkel hatte dabei. Habe ich so einen Skorpion auch getötet? Eigentlich noch nicht. Hat Matsch im Problem. Ja, brauchen wir nicht. Skorpionflash. Alter, hier war. Das war ja ein Gemetzel hier. Ah, Tato. Okay, schade. Ist jetzt eigentlich nur, dass ich mein Jagdgewehr zerstört habe. Blöd. Hier ist nichts. Patronen. Oh. Level 20. Boah, geil. Eine Pumpgun können wir wegschmeißen. Und ein Jagdgewehr können wir auch wegschmeißen. Dann haben wir wieder genau 180. Sprengkapselbox. Gammler Outfit. Ja, Level 1. Ah. Warte. Yes. Silberne Taschenuhr, Silberne Vorkriegsgeld. Plasma-Pistole. Sieh aus. Plasma-Pistole. Oh, die sieht ja cool aus. Die lasse ich mal drinnen. Wie viel Damage macht die überhaupt? 18. Im Schrott können wir da was wegschmeißen. Das ganze Geld. Müssen wir die Düngesäcke doch. Säcke doch wegtun. Was sonst? Hä, was ist das? Ist das irgendwie. Hä, was macht das? Ja, irgendwie so ein Bär. Ja, was macht er? Okay. Oh, hat er mich gerade erschrocken. Eine Karotte, ich glaube, die haben wir noch nicht zu Hause. Hallo? Stopp.
Ein Metalleimer. Ja, okay, das war's eigentlich hier, ein kleiner, aber ein Ort mit sehr vielen Gefahren. Den haben wir noch nicht gelootet. Ist alles ein kurzes Jagdgewehr. Ah, nein. Nein, 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 nein. Ah. Ich hab grad gedacht, ich stagge. Hier halt noch der Traktor. Sonst eigentlich nichts Besonderes. Hier ist sogar jemand. Oh, hallo. Ui. Eine goldene Gabel. Töte Stechflügler. Ah, das ist so weit unten. Ja, kann ich vielleicht nach der Aufnahme machen. Ist jetzt eigentlich nicht so interessant. Und hier nur so nukleare Fässer und so und... Oh, shit. Wow, heftiger Typ. Müllextraktor. Hat er das selber hingebaut, oder? Wow. Was verkauft er? Griechische Buchstaben. Fleischklopfer. Wow. Ultrazit, Cutling, Laser, alles klar. Wow. Heftiges Zeug. Ist es das gleiche nochmal? Nein. Jetpack. Gibt's Jetpacks? Kann ich aber doch nicht fliegen, ja? Was ist das? Dekontaminierungsdusche. Energiepolin. Nice Bude. Nice. Sieht echt cool aus, was er hier gemacht hat. Ja, einfach mal Level 15. Alles klar. Generator, Fusion. Alles klar. Also er hat da, glaube ich, auch schon Geld ausgegeben. Respekt, dieser Junge. Respekt. Ich würde einfach mal sagen... Oh. Vorne sind die Viecher noch. Muss ich den Dünger hier reintun? So, rein zufällig? Na, Sprühgerät. Wie lade ich das hier rein? Sauge Dünger. Ach, da muss man extra so den Dünger da nehmen. Okay. Aber ich würde mal hier die Folge beenden. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao, Leute. War.
war never changes.